Hallo und herzlich willkommen, liebe MCT-Freunde. Hier ist wieder euer Ruvi, immer noch allein. Wir hatten uns eben hier einen Strip-Mining-Gang von da hinten bis. Ich bin betrunken. Wir waren gerade noch dabei. Ich glaube, ich habe gerade. Ich glaube. Ach nee, ich habe einfach die ganze Zeit nur welchen Mist gelabert eben. Gut. Wir sammeln jetzt noch die Ressourcen hier ein und dann bauen wir noch einen auf der anderen Seite und kommen so ja, an Ressourcen eigentlich recht effektiv. Bup, dunkel. Ah, ich dachte schon, dahinter kommt jetzt noch mehr. Ich habe ja mal in einer anderen Welt, als ich Singleplayer gespielt habe, ein so ein Kupfererz gefunden und dahinter waren dann nochmal 20 neue Kupfererz und ganz weit dahinter habe ich dann noch 10 Dias oder so gefunden. Also, naja, nicht 10, ne? 5 vielleicht. 6, ne? 7, 7 passt gut. Zum Glück haben wir noch eine Hacke. Ist da jetzt einer hochglitscht? Ja. Oh nee, hier ist ja noch mehr. Ich dachte, wir wären schon durch hier. Also man sieht, das ist recht effektiv eigentlich, zumal wenn man das dann aller bestimmten Meter macht, dann kriegt man hier ordentlich Rohstoffe raus und wenn man Glück hat, trifft man sogar noch auf eine Höhle oder auf ein Minensystem und dann hagelt's Ressourcen und dann weißt du am Ende gar nicht mehr, wohin damit. Also ich habe lieber Ressourcen als eben nicht, ne? Mein Motto, lieber mehr als weniger als andere oder so. Ist eigentlich schon wieder voll. Ne, kann man das rassistisch nennen? Kann man Leute, die arm und Leute, die reich sind, also jetzt wirklich einen extremen Unterschied von Geld, nicht so ein, nicht jemand, der 100 Euro weniger verdient als jemand anders im Monat. Also das ist schon eine Menge, aber jetzt nicht so extrem, wie wenn man eine mitteleuropäische Familie vergleicht mit einer afrikanischen oder so. In Afrika gibt es natürlich auch gut verdienende, aber eben sehr viel weniger als in Deutschland. Und das ist ja das Problem. Wenn auf diesem, ich weiß, in Time, genau, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie in Time, glaube ich, wer den Film nicht kennt, da gibt es so verschiedene Distrikte, sozusagen. Und in diesen Distrikten, je weiter man reinkommt, also die Welt ist sozusagen so in diese Distrikte unterteilt, und je weiter man reinkommt in die Distrikte, desto schlampiger wird alles, desto weniger Geld ist dort im Umlauf. Und die ganze. Und Zeit ist halt Geld, ne? Man wird in Minuten bezahlt und wenn man dann 0 Minuten hat auf seine Anzeige auf dem Arm, dann stirbt man einfach. Ja, und das ist eigentlich echt hart, die Vorstellung einfach mal. Auf jeden Fall, die Außen waren total reich, hatten Millionen und Milliarden von Jahre. Und dort innen drinne sind die nicht älter als 40 geworden, weil die einfach so wenige Jahre hatten, sozusagen, ne? Das ist schon ein bisschen doof. Ich meine, aber wie sollen die meisten Arbeitgeber, also zumindest einheimischen Arbeitgeber, dort was anderes machen, ne? Wieso ist das jetzt schon wieder so laut? Ist es eigentlich schneller, wenn ich hüpfe? Daneben, wenn ich. Jetzt nicht so hier. Ach. Ja, wer weiß. Und ich komme mir gerade wieder verdammt verarscht vor, dass hier alles so laut ist oder ich bin einfach verdammt Lautstärke sensibel gerade. Wir können ja hier hinten jetzt mal die Farm anfangen. Hier haben wir noch welche Zinn. Silber. Silber, das hat man glaube ich vorher noch nicht gefunden. So. Nee, haben wir hier Zäune, genau. Na, so richtig Saplings haben wir auch noch nicht. Die müssen wir auch gleich erstmal farmen gehen. Ein Schwert wäre vielleicht noch praktisch zu haben.
Für mehr reicht unser Ding jetzt denn auch gar nicht, unser Stein. Und wir brauchen noch eine Ho für später und sonst eigentlich nichts mehr. Abgesehen davon, dass wir uns mal einfach noch ein bisschen Zeug hier zusammencraften müssen. Nee, wir haben wirklich kein... Nichts, was uns da weiterhilft jetzt in der Sache. Das ist ja wirklich bescheiden. So. 33 Zäune, das wird nicht reichen. Meine Güte, jetzt. So. Nee. So. Schon total wuschig im Gehirn. 4. So, haben wir noch genau einen. 45 Zäune, ja, wird jetzt nicht mega lange vorhalten. Aber besser als gar nichts. Hier haben wir noch Fackeln. Und ich hatte mir, glaube ich, überlegt, dass wir das irgendwo... Wo war denn das? Ich hatte mir in einem der letzten Parts, die eben so versaut sind, mir noch eine Stelle ausgeguckt. Ich glaube, das war da drüben. Gehen wir doch einfach mal gucken, weil ich mag das jetzt nicht alles so aufeinander geramscht haben. Dass man schon so eine... Ja, hier ist eigentlich ganz schick oder so zwischen den Bäumen. Man müsste sie halt nur noch abholzen. Aber lasst uns anfangen damit. Der Part ist 6 Minuten lang, das passt ja. Und hier haben wir wieder so einen eklig großen Baum, bei dem du 2 Stunden länger abbaust als bei allen anderen, weil sich hier noch sonst wo Holz versteckt. Nein. Ach nee, nicht euer Ernst, oder? Habe ich schon mal gesagt, dass ich gerne den Shapeshifter-Mod hätte? Hat damit jetzt zwar nicht viel zu tun, aber... Dann müssen wir uns eh noch Stein holen, sonst können wir die ganzen Äxte gar nicht machen. So. Und wir brauchen noch... Ach nee, ein bisschen Holz haben wir noch dabei. Um uns... Hier... Sowas zu machen, ihr versteht. Meine Güte, die Musik ist aber echt ein bisschen nervig, oder? Oder kommt nur mir das hier so vor? Jetzt lauf. Lauf, kleiner Oliver Twist. Wer weiß, wovon ich das habe. Ich denke, es werden viele kennen. Vorne die Bäume müssen dann auch weg, damit, falls wir hier mal einen Weg rüber bauen, dass doch alles funktioniert. Nein, ich möchte WASD drücken, nicht EASD oder ESDF. Das klingt nach einem recht bekannten Filmformat. Ist aber keins. Jetzt schon. ESDF. Das Filmformat. Über das sich alle langweilen. So ungefähr. Es gibt ja viel zu viele langweilige Sachen auf YouTube und dafür auch lustige Sachen und unterhaltsame Sachen. Und ich meine, ich habe keinen Fernseher. Wo gucke ich meine... Der Filme jetzt nicht, aber wo... Gucke ich Dokus oder so? Weil, okay, Dokus sind jetzt auch Filme, aber wenn ich einen Film angucken... will einen richtigen, dann gehe ich woanders hin. Wenn ich Dokus angucken will, gehe ich auf YouTube. Ja, ich bin so ein kleiner Doku-Fanatiker und gucke mir gerne sowas an. Vielleicht hätte es mir gut getan, das nicht zu tun, also nicht alles anzugucken. Dann wäre ich vielleicht jetzt nicht so ein Klugscheißer, aber passt schon. Ich meine, in irgendeinem Paralleluniversum habe ich das wahrscheinlich nicht gemacht und da bin ich jetzt strunzdumm, keine Ahnung. Ich möchte mich übrigens nochmal für die Folge entschuldigen. Die FIFA-Folge, in der ich so ein bisschen über Drogen geredet habe, ne? Und da etwas über die Stränge geschlagen habe. Da habe ich mir im Nachhinein dann auch gedacht, ach nee, sowas kannst du doch nicht erzählen. Aber wenn dann einfach so das dritte Video aus der Reihe nicht kommt, das ist ja dann auch Mist. Ja, wollte ich nur noch mal anmerken hier. Wenn jetzt hier ein Creeper von hinten kommt, ich spring bis zur Baugrenze. So erschrecke ich mich dann.
Wir müssen eh mal diesen Wald ein bisschen auslichten. Das gefällt mir nicht so ganz. Wie die Bäume hier so beieinander stehen, da kannst du gar nicht durchlaufen richtig. Hier beispielsweise den hier in der Mitte einfach abbauen, dann hast du wieder einen schönen dichten Wald. Licht, nicht dicht. Licht, Licht, nicht dicht, dicht. Sorry. Ich wollte es nicht machen, aber es ist mir einfach rausgerutscht. Und bei dieser Musik muss ich irgendwie die ganze Zeit... Nochmal Monkey Island. Jo. Wieso nicht? Ich find's schön. Wer es nicht schön findet, der muss ausmachen. Das wäre eigentlich auch mal so eine Idee, so nicht nur Sachen in Deutsch und Englisch hochzuladen. Es gibt ja Kanäle, die machen so Sachen auf Deutsch und Englisch. Und dann laden sie ein Video hoch, wo es Deutsch ist und dann noch eins, wo es Englisch ist. Da wäre doch mal eine gute Idee. Ein LP mit Musik und das andere ohne kann man sich dann raussuchen. Hat man eine breitere Zielgruppe angesprochen. Wäre eigentlich voll die gute Idee, bloß ich bezweifle, dass das jemand macht. Einfach auch, weil es eine verdammt große Mühe ist dann. Und da ist die erste Axt hinüber und da kommt ein guter Bekannter von mir. Bitte sei Tag, ich möchte nicht im Dunkeln arbeiten, da habe ich Angst, Mami. Was war das denn hier? Okay, Monkey Island, ich habe nichts gesagt, aber es kam ziemlich überraschend für mich gerade. Dieses Affengeräusch da. Affentheater. Ich muss hier... Alter, hier unten drunter ist voll das monströse Höhlensystem. Einfach mal Bug-Using hier betreiben. Aber wenn nicht heute, wann dann? Ne? Vielleicht morgen. So. Ich will die Settings eigentlich gar nicht einsammeln, aber die nerven mich sonst nur. Und die Blumen baue ich auch nur ab, weil sie mich nerven. Und zwar sowas von extremely. Extreme. Mit X, ne? Satz mit X, das war wohl nix. Ich überlege gerade, so einfach so eine automatische zu bauen. Manu. Ich liebe solche Bäume, habe ich das schon gesagt? Ah, da hat er sich ja versteckt. Jetzt hat er sich nicht mehr versteckt. Ja, so ein automatisches zu machen, wo du nur einen Knopf drückst, hinten kommt Wasser raus und dann kannst du alles abernten. Wäre eigentlich mal eine Idee, oder? Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Nee. Hopp. So. Dort kommen die nächsten einfach mal hier auf Monster Hunting gehen. Ey, sag mal, nicht so aggressiv hier, Viecher. Hey, alles cool. Weh, du sprengst meine zukünftige Farm in die Luft. Batsch. Einer weniger. Da hinten haben wir noch einen Skeleton. Da bekommen wir mal ein paar Level hier. Ja, gut, der Baum verschwindet. Das finde ich äußerst gut. Fangen wir doch mal an mit der Farm hier. Ja, die Musik ist auch ein klein wenig nervig vielleicht. Ich hoffe nicht allzu sehr. Ich
überlege gerade, man könnte die doch einfach so mal hier reinbauen, oder? Hallo, Herr Monsieur Zombie. Wie Zombie. Ganz theoretisch hier in Wasser, dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich will das Dach unten haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier wäre Stopp dann. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte hier das andere Ding hin. What the fuck? Es hat nicht mal gezischt. Man hat keine Schritte gehört. Ich war einfach tot. Was ist das für ein Rotz mit diesen Creepern, ey? Hätte man die doch nie erfunden, ey. Ich vertraue ganz auf Microsoft, dass sie diese verdammten Creeper rauspatchen. Wird zwar nie passieren, aber ich würde mich freuen. Ja, zum Glück sind wir keine 2 Kilometer von zu Hause weggerannt. Ist mit Chrissy auch leicht unmöglich. Ah, hier sind wir. Ist ja schick. Direkt einfach mal vorbeigelatscht. Ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich gestorben bin, in der Zeitrafferaufnahme. Meine Güte, jetzt. Aber diese Creeper sind einfach nur nervig. Nervig. Autsch. Ich wollte es nicht, aber der Creeper wollte es so. Verdammter Mist. Okay, wir machen morgen früh weiter. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock auf ein paar miesgelaunte Creeper. Enderman. Ah, nachts gegen den Enderman zu kämpfen ist nicht sehr schlau. Fuck? Ich kann ihn nicht schlagen, aber der hat bestimmt eine zweimal größere Reichweite als ich. Ich verstehe das nicht. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Hause und ja, bis dahin.